Hallo und herzlich willkommen mit dem danischen Zeichen. Dem danischen? Habe ich verstanden, die tanischen Zeichen. Satanisch. Ach, satanisch. Satani. Oh, ich glaube, ich gehe nochmal zurück. Ja, und hier sind wir wieder. Ach, da kommt er gleich her. Finde gleich so einen Herrenstreifen. 30 und 40, da haben wir viele gefunden. Ja, das finde ich eigentlich auch. Soll ich es vorlesen, oder? Nee, ich habe gedacht, wie scroll ich denn? Psy-D. Verdammt. Ich war für Morbius nur ein Versuchskaninchen. Was, weißt du, was da gestanden ist? Nee. Dass sie die Stromrechnung nicht bezahlt haben und jetzt drehen sie da ab. Sie wussten, was das der mir antun würde. Ja, siehst du. Er hat es mehr oder weniger kryptisch erklärt. Da ist ja niemand, was ist denn? Ja, ich hätte sein können, dass er jetzt jemand kommt. Das gefällt mir, gefällt das. Wenn die Wände so abblättern, da fühle ich mich heimisch. Da bin ich hier, oder? Ja. Du musst jetzt 100 pro den ganzen Weg zurück. Nee. Doch, sicher halt. Ich bin mir ziemlich sicher, oder? Erstmal suche ich ja alles ab, bevor ich das mache. Zum Beispiel den Brief des Polizeipräsidenten. Der sogenannte PP. Ja. Oder auf Englisch PP. Kidman hat recht. Sie sind überall. Stromausfälle, sie da hat er recht. Die ganze Zeit direkt vor meiner Nase. Leer. So, jetzt kannst du es nochmal, jetzt ist es offen, besser. Ein Ausweg? Nee, ich glaube nicht. cooles Bild. Geil, ey. Jetzt geht's in die Disse. Ein paar Videos. Komm nicht raus. Was ist nicht weg? Nichts ändert sich. Das bin doch ich. Alles meine Schuld. Das stimmt. Was zum Teufel ist das? Das stimmt. Stehe still. Kann nicht fahren. Biegen. Rückblende. Aufblende. Meines Schmerzes bin ich. Der Teil von mir, der noch im Stem steckt. Komme nie hier raus. Nein. Falsch. Ich komme raus. Aber ohne dich. Puh. Er ist so eiskalt. Er erschießt sich einfach selbst. Das hat sich anders angefühlt. Realer. Realer. Hat sich etwas geändert. Ich fühle mich gut. Da steht jemand links. Jetzt. Mein treuer Revolver. Wie lange ist das her? Oh, so 4 Jahre, Pipapo. Erlösung. Und ein weiteres Tier. Guck mal, die Schutzanzüge von Walter und Jesse. Du hast die E-Mail nicht gelesen. Hä? Lies die E-Mail. Geht nicht. Die geht gar nicht zu lesen. Es tut mir leid. Ich habe dich in die Irre geführt. Hallo. Der verkrüppelte Mensch. Jetzt geht's wieder los. Ja, ich habe voll die Orientierung verloren. Ja, ich bin mir ja nichts mehr auskennt. Die Hexenbraut hat uns ein bisschen irritiert. Jetzt geht's nicht wieder zu. Und jetzt sind wieder alle da wahrscheinlich. Keiner auch da. Nee, jetzt geht's endlich mal raus. Geht's jetzt mal raus oder geht's immer noch nicht? Hammer, mach auf. Cerebral Chip. Wurde auch Zeit. Hoffentlich hole ich Hoffmann und O'Neill noch ein. Unbedingt. Lecker. Eine Mörder-Tasche. Ja. Die Tasche des
Agent 47 scheint mir. Nachladen. Lade nach! Nichts. Ein grün leuchtendes Licht. Mehr Munition. Ein sogenanntes Mehrpack. Ein Hebel. Ekelhafte Fleischgeschwülste. Noch mehr Munition. Und alles für die Schrotflinte. Das ist doch geil. Das duftet schon wieder nach Verballer wieder alles. Das duftet richtig geil nach Schrotflintenmunition. Und Pistolenmunition. Schade, dass wir es nicht aufgewertet haben, dass du 5 Schrotflintenpatronen reinladen kannst. Ich wundere mich erstmal kurz auschecken alles. Bevor ich irgendwas noch schaffe. Mehr Munition. Stimmen. Philipp, das sind Stimmen. Stimmen in der Finsternis. Soll ich die Schalter jetzt zuerst umlegen oder erst dahin gehen? Das darfst du entscheiden. Du kannst frei entscheiden, ob du die Tür vorher öffnest oder du das triggerst, damit alles passiert, was jetzt passieren wird. Aha. Es lässt einfach nur da reden. Okay, dann kommt jetzt 100% irgendein brennender Endboss. Weißt du, wer jetzt kommt? Der Brenny. 100% der mit dem Flammenwerfer. Ja, der Brenny, der ist so. Brenny Flamesan. Zurück! Nein! Er weiß nicht, was er tut! Ist das 4, oder? Aber... Liam! Nicht! Ach, das ist Liam! Welcher Liam? O'Neill! Welcher Liam? O'Neill! Der O'Neill? Der heißt doch Liam! Liam, bist du's? Nicht in die Quere. Du hattest so leid. O'Neill, was ist passiert? Theodore hat mir den Weg gezeigt. Ich gehöre jetzt ihm. Ich habe ihm geholfen. Und dafür hat er mir ein neues Leben verschafft. Ein Leben als Sklave. Das klingt ein bisschen wie die Musik von Destiny. Du wirst es nie verstehen. Und dafür sollst du brennen! Deswegen musst du mal. Hey, der O'Neill, hey, vor dem brauchst du keine Angst haben, weil es war ja vorher schon so ein Lappen. Gut. Okay, vielleicht doch. Hätt's gleich abkühlen können. Scheiße. Du musst löschen! Jawohl. Oh oh. Warum musst du jetzt auf die Bolzen gewechselt? Ich glaub, es ist die. Okay, er hat sich selber angefackelt. Okay, das juckt ihn gar nicht. Ich glaube, das ist schon ein Grund, warum du Schraubmunition bekommen hast. Interessiert ihn überhaupt was? Keine Ahnung. Das ist nur, dass du die Wege weiter nutzen kannst, glaube ich. Da. Oh. Wo steht er? Er ist gerade gefrostet, glaube ich. Wann hatte der denn Angst vor dir? Weg! Vielleicht musst du auf seinen Tank schießen. Nee, ich glaube, das ist. Aber es sieht auch so aus, es wird. Der kriegt schon Schaden, denke ich. Ja, ich denke auch. Meister, das reißt ab!
Das ist ganz gut, das, was du da machst. Ja. Der fackelt sich immer selber an, der Idiot. Boah! Ich bin nicht weggekommen, ich bin hängen geblieben am Seil hat. Sonst nimm mal das große Medikit. Das. Hin, 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 hin! Ah, scheiße. Hilft nicht. Sollen wir hier langkommen? Ah! Komm doch! Komm doch, komm doch! Ich bin nicht weggekommen. Nee, nee, also. Setz diese Maske ab. Jetzt reicht's! Die Spielchen sind vorbei! Ja, Vater Theodor! Oh! Du musst, glaube ich, wieder löschen. Ich komm nicht weg! Ja, nein, Entschuldigung. Mann! Hallo! Alter, das Spiel ist so dumm! Schön. Oh, ich dachte nicht, dass der so weit trifft. Das ist schon nicht klar. Alter, komm mal. Ach, naja, wenn er brennt, dann. Ich glaube. Ah, ich. Ist der dann vielleicht da unten vom. Ich weiß nicht, nee, der zündet sich selber an, der Blödmann. Das ist immer, wenn er um die Ecke schießt. Guck. Doch zu nah. Nee, ich muss nachladen. War nichts drin. Ich hänge. Oh, die Störung ist so kacke einfach nur. Da braucht es mehr, um mich aufzuhalten. Nur mehr? Hab ich leider nicht. Oh, ganz knapp. Nein! Oh shit. Das Kackspiel hat mich automatisch in die Flamme eingestellt. Übrigens passiert Sebastian die Sicherheitstür und setzt seine Suche nach Hoffmann in der Nähe fort. Ob er O'Neill finden wird? Ja, genau, jetzt ist alles leer, oder was? Nee, alles gut. Also war nicht viel. Das ist alles leer. Das ist nett, oder? Oh, weg, weg. Ich bin mir nicht sicher, aber wenn er da in dem Rauch ist, ob man da nicht, wenn man sie von hinten anschleicht, probiert. Nee, dann nee. Mach ich nicht. Das ist mir zu risky. Es geht nicht. Geht nicht? Nee, nee. War vor uns schon mal dahinter aus Englisch. Okay. Aber Rauch war, glaube ich, ganz gut, wa? Ja, dann hast du halt das Problem, dass es die ganze Zeit schießt, gell? So, und jetzt kannst du ja schön. Boah, das war knapp. Auch. Hey, da ist es manchmal auch noch. Hm.
Was ist denn das da? Da ist Feuerwehr löschen. Nee, und wenn man das anschießt, vielleicht, dass das frostet. Meinst du? Ach, da. Da! Ja! Ja. Gefrostet. Aber es hat leider nichts gebracht. Es ist schon kaputt gegangen, aber das Ding da hinten. Gesehen? Warum? Hinten liegt Moni, gell? Wo? Hinter dir. In der Ecke da, wo ich drauf geschossen habe? Ja. Okay. Ich stehe jetzt wieder genau vor dir. Okay, der Kanister ist gar nicht, ne? Das. Es war knapp. Hier, links von dir, links. Tut mir leid, Meister. Ich lasse ihn nicht entkommen. Versprochen. Ah, oh, Scheiße, man. So schön. So. Na, was? Ah, das ist dumm. Was ist das denn für eine Scheiße? Spiel, Mann! Ist so schön, oh. Was macht jetzt und dann das. Was ist denn das? Na, weil es viel zu langsam reagiert, bis irgendwas passiert. Ich wollte mich heilen, der hat die Spritze nicht verwendet. Ich habe auf dem hoch gedrückt, wie blöde. Es wäre ja sonst zu einfach, der ist nicht stark. Also, der tankt einfach. Wie kann der zweimal hintereinander? Das ist ja. Das finden die ja sehr. Jetzt kann ich sie wegdrücken. Ja. Da, ja, genau. Ich kann mich nicht genau bewegen. Sehr schön. Oh, ich hab vergessen zu craften. Das gibt's doch nicht. Ich hab Schnauze voll. Bis die Ficke reagiert, Alter. Das geht mal richtig auf den Sack. Das ist schon ein bisschen abgefuckt da. Da was, das gibt's doch nicht. Hey. Wann nimmt denn der wieder mal seine scheiß Maske ab? Das gibt's doch echt nicht. Ja, der jetzt schon getankt hat. Jetzt reicht. Die Spieltür sind vorbei. Ah, das ist ein Ding, aber. Da kann man schlecht löschen. Ja. Oh, Scheiße. Anschießen. Das ist nämlich genau das, weil man sich sonst überall verbrennt. Oh nein! Ah, jetzt mal nein. Boah. Okay. Puh.
Aber musst du aufpassen, dass dir das nicht selbst erwischt, oder? Nee. Ich hab echt keinen Bock mehr. Mann, Alter! Ach, ey, fick dich. Weißt du, fick dich einfach. Wenn das Spiel jetzt noch reagiert, bin ich der coolste Mensch der Welt. Nee, du musst jetzt echt ein Glück gehabt, weil der brennt ja schon ganz schön lang. Scheiße. Hält das an, ja, ne? Spritzen erst, der Hilfe. Spritzen. Oder gleich. Ja. Es hat natürlich nicht getroffen. Tut mir leid, Meister. Ich lasse ihn nicht entkommen. Dafür bist du bezahlt. Es hat nicht getroffen. Das ist echt hart. Da ist noch ein Weg. Rechts auf dem Techniker. Alter! Hä? Was ist das denn? Boah, also. Bist du dir zu fein, um gegen mich zu kämpfen? Was ist. Wie? Ich bin mir zu fein. Wenn das mal funktionieren würde, warum nicht? Scheiße. Das brennt schon so viel, oder? Schnell herstellen höchstens. Am ersten nichts mehr. Nichts mehr. Ah! Oh! Und mit dem hättest du nur 6-mal treffen müssen. Jo, wenn nur ein Schuss reingeht von 6. Ich glaube, wenn er den Helm abgenommen hat, glaube ich, kann man nur mal im Kopf. Gibt's das? Genau. Ja, nicht, Alter. Ja, Pater Theodor. Ich habe es ihm gesagt. Ja. Mann! Du kommst hier nicht raus. Ich verlang, dass ich mich um dich kümmere. Du kannst sterben. Oder dich ändern wie ich. Hier geht's auch lang, das wusste ich nicht. Ach, das hat Dorsch abgebrannt. Da ist Monique von. Nimm mal noch eine Spritze, wo ich 2 Worte, bis du wieder voll bist. Wo ist er? Hinter der Wand. Da. Dahinter war er. Hinter dem Glas. Da kommt er. Boah, ja. Bitte lass es das gewesen sein. Ich glaube, die synchronisierte Pan von der Stimme her könnte Sinn haben.
hast ihn befreit. Endlich befreit von seiner Stimme. Von meinen Ängsten. Ich hatte solche Angst. Ich auch übrigens. Er muss aufgehalten werden. Das kann ich nur, wenn ich ihn finde, O'Neill. Er hat die Ebene gewechselt. Ist nicht hier. Nirgendwo. Punkt, Punkt, Punkt. So. Die Maschine im nächsten Raum. Sie muss zerstört werden. Was für eine Maschine? Die Waschmaschine. Ich sollte sie bauen, um ihn zu verstecken. Sie muss zerstört werden. Um ihn zerstören zu können. Tod. Ein Wunder, dass er jetzt gestorben ist. Wie ist er unter diesem Ding gegangen? Raketenwerfer. Keine Ahnung. Ich war in meinem Unterricht. Ach nee, es ist der Flammenwerfer, oder? Geil, ja. Als Liam mich bat, ihn zu treffen, war ich so erleichtert, seine Stimme zu hören. Aber das war nicht Liam. Er war dieses Ding. Ich wollte zu ihm durchdringen, aber sie haben ihn ja gehört. Theodore Wallace hat etwas mit ihm gemacht. Armer Kerl. Ich wollte ihn nicht töten. Sie hatten keine Wahl. Theodore hätte ihn nicht gehen lassen. Und jetzt? Schauen wir uns die Maschine an, die O'Neill erwähnt hat. Ich glaube, sie ist auf der anderen Seite des Raums, in dem sie uns gefunden haben. Wie kommst du da drauf? Ist da drin. Das braucht man sich eigentlich nicht anhören, weil man eh sowieso. Beschädigter. Teile von war. Könnte ich gebrauchen, aber er ist kaputt. Mit den richtigen Teilen allerdings. Ist er wieder ganz. Glaubst du? Ich könnte es mir vorstellen. Lösch doch nochmal bitte, lösch doch nochmal. Komm, mach sie nass. Das war arschklar. Die Hitbox von dem Feuer haut auch super hin. Ja, absolut. Nein. Doch. Ich wäre niemals ungehorsam. Natürlich. Wer, Meister? Natürlich. Die Maschine läuft wie geplant. Danke, Vater Theodore. Das zu hören erfüllt mich mit Stolz. Was? Aber sie ist harmlos. Sie ist nicht... Nein. Ich wäre niemals ungehorsam. Natürlich werde ich. Was immer sie wünschen. Yukiko, hörst du mich? Ich bin im Fabrikationsraum. Zugangsberechtigungen sind wertlos, wenn alle tot sind. Also... Komm einfach zu mir. Ich muss dir was zeigen. Es ist wichtig. Tut mir leid, Yukiko. Aber er verlangt es. Ganz schön viel seltsamer Kram hier. Anscheinend hat er was gebaut. Vielleicht diese Maschine, von der er geredet hat. Das ist eine Bombe. Eigentlich nur noch speichern. Oh. Sein Markenzeichen. Theodore hat seine Finger hier überall im Spiel. Fast so etwas wie eine Art Kommunikation mit ihm. Genau, geh rein, da kannst du speichern. Das war's mit der Folge. Anstrengend hoch 10. Ja. Aber wir haben es geschafft. Dadurch, dass das auch so absolut bugfrei und super Steuerung funktioniert, war das auch gar nicht so schwer. Ja, wenn ihr euch jetzt aufgeregt hättet, wäre es auch schnell gegangen. Wie bitte? Ja. Markus hat mir nämlich einen Controller vor das nimmst du das zurück. Das nimmst du bitte zurück. Ich habe dich wirklich unterstützen wollen. Danke. Unterstützen. Danke.
Aber du wolltest. Es ist immer super, wenn man selber zockt und dann redet über. Pass auf, Leid, pass auf! Ja, das ist aber das macht schwierig. Man halt. Das nee, das ist auch nicht böse gemeint, aber in der Situation, wenn die ganze Steuerung schon so übelst verbuggt ist. Ich kenn's ja, das ist ja scheiße. Okay. Vor allem. Du hast das sehr gut gemacht. Wenn du anzielst, guck mal, wie schnell du im Scope dich drehen kannst. Jetzt ohne Scope. Okay, es geht genauso schnell. Es geht geil. Nee, es ist schneller im Scope. Ist auch egal. Kacke ist es. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.